Heute Donnerstag 15 Uhr treffe ich den Herrn Sepp Brunner, den sozusagen Sprecher der SVP. Und weil die SVP hat heute am Abend ihre Parteisitzung, um zu entscheiden, wo es lang geht. Und wir als Gruppe Rüsch-Grüne werden Ihnen erklären, dass wir bis morgen ein Ja oder Nein haben müssen. Wir haben am Montag, den 15., erklären wir ganz klar unsere Koalitionspartner, definieren wir, die machen wir öffentlich und das müssen wir bis am Montag haben. Ansonsten sind wir auch erpressbar und es geht nichts weiter. Am Mittwoch darauf, am darauffolgenden Mittwoch, werden wir dann die Assessoren vorstellen, alle Assessoren. Welche Partner möchten wir haben? Wir möchten natürlich die SVP im Boot haben, das haben wir von Anfang an erklärt, das wäre unser Wunschkandidat. Wir möchten dann von der Gruppe Balzarini, haben wir bereits gesprochen und wir haben diese Frau Albieri im Boot. Das ist eine Dame, die aus dem Sozialen kommt, die sehr viel von Jugend versteht, die sehr viel vom Sozialen versteht, mit der wir uns sehr wohl fühlen würden, im Ausschuss zusammenzusitzen. Und dann würden wir den PD gerne drinnen haben mit den Herrn Zanella, aber das ist dann die Geschichte vom PD, ob Zanella oder sonst jemand. Wir würden der SVP zwei Assessorenposten geben, möchten dabei ganz gern, dass eine Assessorenposten eine Frau nimmt. Wir haben dann von unserer Seite aus haben wir auch eine Frau und einen Mann. Der eine Mann ist der Andrea Rossi und die eine Frau ist eine Dame, die eine Technikerin ist, die nicht Christine Curry heißt. Und wir haben dann die Albieri, das heißt, unsere Geschichte mit der neuen Geschichte, die wir forcieren wollen, haben wir drei Leute, drei Frauen dabei und am meisten sozusagen unbekannte Gesichter jetzt, die sozusagen sich wirklich für die einzelnen Bereiche befassen. Das werde ich jetzt den Herrn Brunner so darlegen und möchte bis morgen früh um 8 treffen wir uns mit einer SVP-Delegation und da werden wir dann hören, ja oder nein. Ich wünsche mir, dass es ein Ja ist, wenn es ein Nein ist, werden wir uns mit den italienischen Partnern zusammensetzen und die Regierung bis am Montag eben dann neu gestalten müssen.